Und ein herzliches Willkommen zurück. Hallo. Zu einem wirklich krassen Spiel, Hellblade: Senua's Sacrifice. Ich bin von Nuya Gameplays als Hobby und ja, wir sind hier, ich würde es einfach mal sagen, in der Hölle. Und ja, ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwie rauskommen müssen oder irgendwie einfach durchkommen müssen oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten jetzt echt viele Kämpfe hinter uns. Bobbes. In dieser Art Hölle, was oder was auch immer. You're both dead. You both surrendered to the voices. The darkness has taken you. Galena and Sinfa. Es wird uns jetzt so oft eingeredet, bis wir es glauben, ne? Schon wieder kämpfen wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ich muss doch gucken, ob es hier irgendetwas gibt für mich. Was eine Welt, ey. Jetzt laufe ich auf so einen riesen toten Körper rum, oder was? Oh. Okay. Zwei Stück, die sich noch halten. Da ist so gesehen meine Mutter. I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you, Mom? Mutter Teresa. That night, she gave up on her world. To follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua. Look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Oh. Or me? Mal lautlos machen hier. Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. The hardest battles are fought in the mind.
He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help. A little hope. Junge, Junge, also ein leichtes Leben hat die nicht. Okay, es geht jetzt wohl geradeaus weiter Richtung Hehl. Das da ist Hehl. Also die Welt, wo ich eben gerade war, die ist, war ja echt heftig. Also ich will gar nicht wissen, wie es da in Hehl dann drin aussieht. Aber wir werden es natürlich noch früh genug erfahren. Meine Stimmen sind wieder da. Juhu. Die habe ich auch so vermisst. Oh, ich komme hier nicht hoch. Ist ja gut, ich weiß, dass ihr wieder da seid. Meine Güte. Sind wir wieder. Okay, es geht sogar schon da rein. Guck mal, hier geht's auch rein. Nee, hier geht's nicht rein. So, mein ganzer Arm, mein rechter ganzer Arm ist schon fast in die Verderbnis eingehüllt. Das ist natürlich schrecklich. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Chancen habe, durchzukommen. Hier geht eine Treppe. Toll. Ich muss doch hier lang, oder? Ja. Go away. I'm not listening. Von dort hinten kam ich her. Und doch habe ich so sehr auf die Stimme gehört, nämlich durch die Tür gehen. Into the mountain. Hier ist auf jeden Fall wieder Finsternis. Ach ja, ich habe übrigens mitbekommen, die ganzen roten Buchstaben, also die ganzen Runen, sage ich jetzt mal, in diesem Kreis, sind die ganzen, sage jetzt mal, Runensteine, die ich hier finden kann, die mit mir quatschen. Wie man sieht, habe ich da oben rechts schon zwei rote noch und dann rechts in der Mitte und unten und so noch rote Buchstaben. Das heißt, da habe ich so Runensteine vergessen zu finden. Ja. Zurück will ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, dafür ist das Spiel mir zu langsam. Wie kann ich wirklich schnell rennen, wie kann ich reisen? Deswegen tut es mir leid, aber wir werden da jetzt nicht zurückgehen, um die anderen restlichen 1, 2, 3, 4, 5 Runensteine hinter uns noch zu finden. Das mache ich jetzt nicht mehr. So, wir fokussieren mal.
I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf, Reyn. But Reyn does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Reyn's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Reyn's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Fafnir kenne ich jetzt zum Beispiel auch von God of War. Wurde da ja auch zum Drachen der Zwerg. Interessant, wie das hier doch überall gleich ist. Vielleicht ein bisschen anders erzählt, aber so gesehen dieselbe Geschichte. Just hang around. Sollte ich da runter oder? Sieht's mit der anderen Seite aus? Da ist es kaputt. Da scheint die Brücke kaputt zu sein, also gehen wir hier lang. Ja, da kommen wir, denke ich mal, nicht rüber. Ich sag jetzt mal, diese Hintergrundmusik, die meine ich jetzt natürlich nicht, wenn ich sage, ich muss unbedingt nach Soundtrack gucken. Das klingt ja jetzt doch ein bisschen eigenartig schon wieder. Okay, ab durch das Tor. A great beast guards Helheim. Gorm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How would you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop me. Then do it. Oh man. Was erwartet mich jetzt da drin? Was war das jetzt? Bin ich tot? Hä? Wieso? Ich hatte gedacht, man ist sicher, wenn man in das Licht reinkommt, und ich war da im Licht. Ich speichere mal sicherheitshalber. können wir speichern? Man kann gar nicht speichern. Das ist natürlich doof. Ich würde jetzt echt gern speichern und dann diesen Speicherstand irgendwie merken. Okay, da rennen wir halt mal durch. Rennen Sie nur, rennen! The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Ich würde jetzt natürlich mal sagen, ich muss da irgendwie geradeaus. Da ist ein Schloss, da kann ich nichts machen. Da sehe ich nicht, ob da irgendwo Licht ist. Gehen wir mal geradeaus. Don't fall for it. It's me, Senua. It's so loud. It's not.
her. So full of hate. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen. Do you see them? Do you see their faces? He's coming! Senua! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! She shouldn't be here. She escaped the Darkness. Na super. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father, Zinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Und schon wieder Runen zu finden. Okay. Hoch runter? Was mache ich? Wir wollen hoch hinaus. Her torch is going out. No, it's not. It's gonna run out soon. She hasn't got much time. Bitte was? Jetzt erlischt meine Fackel aber nicht mehr, denke ich mal. So, wir machen hier mal gerade noch mal das Licht an. Ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, wo ich lang gehe und wo ich lang muss. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Okay. Anscheinend muss ich auf jeden Fall hier noch lang. Okay. Machen wir hier wieder einen Cut. Wir sind jetzt so gesehen bei 20 Minuten, wenn ich fertig bin mit Quatschen. Puh, du meine Güte. Ich weiß gar nicht, was ich mehr über das Spiel sagen soll, außer dass es heftig ist.
Außer, dass sie mit diesen Runen finden natürlich wieder. Das geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Das gab es jetzt schon. Ein bisschen Kick zu oft. Aber ansonsten ist das Spiel echt astrein. Also das ist echt Hammer-Spiel. Echt was anderes. Ja, wenn es euch auch gefällt oder gefallen hat, wie auch immer, dieser Teil, dürft mir gerne einen Daumen oben da lassen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt und ihr wollt wissen, wie es weitergeht, abonniert mich. Und dann kriegt ihr ja Bescheid, wenn ein neuer Teil hochkommt von mir. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Teil, beziehungsweise bei einem anderen Let's Play bei mir. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite, beziehungsweise auf YouTube generell. Ja, das war Hellblade, Senua's Sacrifice in Hel, oder zumindest in dem Berg drin, mit von Löher Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.